Der Helle hat öfters mal einen Vogel und manchmal piepst er sogar richtig laut. Wieso das? Schaut euch mal unsere Vorderfront an. Vier Dashcams hängen da oben. Jetzt kommt noch ein fünfter dazu. Warum das Ganze? Das erklären wir euch jetzt dann drinnen. Und dann machen wir auch die Auslosung für die Eintrittskarten von der CMD. Ja, aber das machen wir mal alles im Hostel drin, weil es könnte gleich wieder zum Regnen kommen und drin ist, glaube ich, etwas angenehmer. Genau. Also die führenden Dashcam-Hersteller, das sind die Firma Fiofo aus meiner Sicht und die Firma Fendru. Und wir fahren natürlich nicht mit fünf Dashcams durch die Gegend, aber mit zwei in der Tat, denn ich möchte diese beiden Dashcams testen. Wir haben bei der Tour de France eine neue Dashcam eingebaut, nämlich von der Firma Fendru. Die haben wir auch vorgestellt und die funktioniert wunderbar mit 2,7K Aufnahmequalität. Dann haben wir letztens eine Dashcam vorgestellt von der Firma Piofo, auch mit 2,7K, auch eigentlich funktionell wunderbar. Und warum ich jetzt schon wieder zwei neue habe, das liegt daran, dass das 4K-Dashcams sind, also die sind etwas hochwertiger. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man erstens einmal bessere Qualität an Material bekommt und man kann dann auch digital etwas in das Material reinzoomen. Und die Firmen haben uns diese Dashcams zur Verfügung gestellt zum Testen. Und das wollen wir natürlich auch tun und werden dann davon berichten. Für den normalen Hausgebrauch, der nur den Verkehr filmen möchte, für den ist eine 2,7K-Dashcam vollkommen ausreichend. Der Vorteil hier ist 4K, da kann ich dann auch mal Szenen rausschneiden für ein Video und habe trotzdem eine gute Qualität. Und vor allen Dingen ist hier auch der Innenraum, wird hier auch mitgefilmt. Und das wollen wir auch ausprobieren, wenn wir fahren, dass dann der Innenraum damit zu sehen ist. Es gibt auch viele Fragen zum Thema Recht, Dashcam und rechtliche Situation. Auch da möchte ich mich nochmal intensiv damit auseinandersetzen. Und wir werden bei unserer ersten Ausfahrt, die wir dann im März oder April dann richtig machen in diesem Jahr, da werde ich dann vermutlich das Ergebnis präsentieren können. Und bis dahin verlinke ich mal die Dashcams, wenn es euch interessieren, aber ihr könnt dann abwarten, bis es soweit ist, bis alles getestet ist. So, hallo ihr Lieben. Jetzt geht's endlich los. Wir kommen zur Verlosung unserer Karten für die CMT. Genau. Es ist so, wir haben 10 Karten von der Firma Remectro bekommen, Halle 7 auf der CMD, 4 Karten von der Firma Karatek. Karatek, ebenfalls Halle 7, stand nebendran. Und wir haben an die 400 Kommentare bekommen, davon um die 350 mit dem Hashtag CMT. Und weil wir so wenig Karten haben und so viele, die sich die Karten wünschen, hat die CMD uns eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, wir geben euch noch zwei Karten dazu. Dafür herzlichen Dank. Und somit haben wir dann 16 Karten zum Verlosen. Und wir verlosen die mit zweimal, achtmal. Einige von euch haben reingeschrieben, ich brauche nur eine Karte. In dem Fall ziehen wir dann noch einen weiteren, wenn sich so einer findet. Und wir verlosen das nicht, indem die Ursi ihre zarten Finger da in eine Trommel Nein, steckt. das war mir jetzt wirklich zu viel zum Aufschreiben. Wir machen das ganz modern, Ursi. Du weißt, was Technik ist. Ja, ich weiß, was Technik ist, ist aber nicht so ganz mein Fall, wie ihr ja schon öfters wahrscheinlich mitbekommen habt. Und deshalb hat jetzt Hele einen Zufallsgenerator sich installiert, angeschafft. Nein. Keine Ahnung, wie sowas funktioniert, auf jeden Gefunden Fall. im Netz. Genau, also es funktioniert und das werden wir jetzt natürlich in Anspruch nehmen. Genau. Teilnehmer sind alle, die Hashtag CMT geschrieben haben. Ich muss noch dazu sagen, es kamen Kommentare, wo nur Hashtag CMT war. Der nimmt genauso teil wie diejenigen, die teilweise extrem freundlich geschrieben haben. Also wir bedanken uns natürlich für diese herzlichen Kommentare. Wir haben nichts beantwortet, weil zu viel war. Nee.
Wir haben nur Herzle gegeben. Aber vielen Dank, das hat uns natürlich sehr gefreut, so freundliche Kommentare zu bekommen. Und ich bedanke mich hier auch generell nochmal bei denen, die mir alles Gute für die OP gewünscht haben, für die anstehende. Das hat mir auch gefallen, muss ich sagen. Ja, das hat ihm gut getan. Ja, wenn man weiß, alle leiden mit mir mit. Ja, genau. Ja, okay. Also, aber jetzt haben wir, glaube ich, genug gelabert, oder? Haben wir noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Ich würde sagen, Helle. Ja, eins noch, die jetzt nicht gezogen werden, das wollte ich nur sagen. Ihr braucht noch nicht unbedingt die Flinte ins Korn werfen. Also erstens geht es so und so nur um 34 Euro. Ich glaube, 17 Euro kostet eine Karte. Also das kann sich im Prinzip ja jeder leisten. Ja, was anderes. Aber Freikarte ist ja Freikarte, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Wer nicht gezogen wird, wir ziehen noch 5 Ersatzpersonen, das nennen wir aber nicht, wen wir da gezogen haben, weil die Karten müssen natürlich per E-Mail bei uns abgerufen werden, damit wir den Code, das kommt per Kartencode, also per Einlösungscode, damit wir das versenden können per E-Mail. Und wer sich bei uns nicht bis Sonntag, den 7., Ja, genau, bis zum 7. Januar. Mach doch das 6. ist Feiertag. Also wer sich bis Dreikönig 6. Januar um 12 Uhr nicht bei uns gemeldet hat per E-Mail, der scheidet, obwohl er gezogen wurde, aus. Genau. Und dann kriegt die Karte eine Ersatzperson und ihr könnt also auf euer Konto schauen, also da, wo ihr euren Kommentar gepostet habt, beziehungsweise bekommt ihr vielleicht sogar eine E-Mail-Nachricht, da schreibt ihr dann drunter, ihr seid Ersatzgewinner und dann schreibt mir bitte sofort eure E-Mail-Adresse, dann kriegt ihr die Karten. Ja, weil nächste Woche ist ja schon die CMT, also muss das jetzt ein bisschen flott gehen. Ja, also nochmal, wer gezogen wird bis 6. Januar, 12 Uhr sich melden, ansonsten wird um 12 Uhr Ersatzgewinner benachrichtigt und wenn die E-Mail schreiben, dann sind diese Kartencodes an die Ersatzgewinner rausgegeben. Ja, genau so machen wir das jetzt. Und Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ja, das sowieso. Nicht, dass mir jemand mit Rechtsanwalt kommt. Nein. Das kann ich nicht gebrauchen. Nein, das sowas können wir gar nicht brauchen. Ist aber wahrscheinlich auch gar nicht nötig. Nein. Nee, eben, weil das ist ja alles jetzt, ja, eine schöne Sache. So. Also, und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, Helle, okay, ich glaube, du kannst jetzt beginnen, hier oder? So, jetzt kommen wir zur Ziehung der Gewinner. Und zwar Big Winner. Jawohl, und Helle, ich würde sagen, fang einfach mal an. Nummer 1, Angela Danisch und so weiter. Liebe Ossi, liebe Helle, lest du vor. Die Gewinnerin ist Angela Danisch, QR62R. Und, liebe Ursi und lieber Helle, wir würden euch sehr gerne auf der CMT treffen. Freikarten wären natürlich super. Alles Gute, vor allem Gesundheit fürs neue Jahr. Liebe Grüße, Angela Danisch. Also, 2 Karten kommen. Jawohl. Das waren die ersten 2, jetzt kommen die nächsten. Jawohl. Und der Gewinner ist G. Berli. Und ihr seid einfach toll. Ja, danke schön. Sehr freundlich. Also, da geht's auch an die Gewinnerin oder aber Gewinner. Ja. Dann kommt der nächste, Nummer 3. Namiti 123. Hallöchen, ihr zwei. Alles Gute und Gesundheit für 2024. Wunderschöne Fahrten und genießt die Zeit. Jawohl, danke. Machen wir. Dankeschön. Nummer 4. Ralf Marx 3880. Guten Rutsch. Wir sind gut gerutscht. Jetzt Nummer 5. Regine 5768. Das wäre klasse. 5764. Sorry, also nochmal. Regine 5764. Das wäre klasse. Wir würden uns riesig freuen. Guten Rutsch und alles Gute für 2024. Wir freuen uns auch. Das war Nummer 5. Jetzt kommt die 6. User
HR7PO7EP3R. Auf Wiedersehen auf der CMT. Viele Grüße. Grüße zurück. Marina Weinheimer, 439. Wir würden euch gerne treffen auf der CMT. Das naja, klappt. Also jetzt müsst's ja klappen. So, jetzt kommen noch die zwei Bonuskarten. Nein, jetzt kommt die. Ach so, ja. Nummer 8, die zwei Bonuskarten von der CMT. Anke Kampmann, 1737. Hallo Ursi, hallo Helle. Vielen lieben Dank für eure tollen Videos. Wir schauen sie sehr gerne. Für 2024 wünschen wir euch alles Gute und viel Gesundheit. Und toi, toi, toi für die OP. Danke sehr. Liebe Grüße, Anke und Richard. Also, wir sehen uns auf der CMT. Ihr seid auf jeden Fall mit Freikarten dabei. So, und wir ziehen jetzt noch Ersatzgewinner, aber die tun wir natürlich nicht veröffentlichen, weil wir keine falschen Hoffnungen schüren wollen. Nein. Alle Gewinner, bitte, Datenschutzerklärung haben wir noch nicht unterschreiben lassen. Ich hoffe, das brauchen wir ja jetzt okay. nicht. Sonst hätten wir vorher dreiseitige Datenschutzerklärung beraten können. Ah ja, okay. Also wir machen es jetzt ohne, würde ich ja. mal sagen. Ihr schreibt uns eine E-Mail an helle.ursi@gmx.de bis zum 6. Januar, Heilig Drei König, 12 Uhr. Und wenn bis dahin die E-Mail nicht da ist, dann kommt ein Ersatzgewinner, der bekommt einen Kommentar von uns unter seinen Kommentar bei dem Video und dann schickt er uns die E-Mail-Adresse hoffentlich und dann kriegt er die Kartencodes. Rechtsweg ist ausgeschlossen und ja, ihr kriegt den Code und der lässt sich dann online auf der Webseite von der CMT einlösen. Noch was zu sagen, Ossi? Nö. Bist du jetzt sprachlos? Total. Mir fällt gar nichts mehr ein. Hat alles funktioniert mit Technik? Ja, sieht so aus. Sind wir froh, dass da was also, gibt, oder? Wir haben Gewinner gezogen und von daher. Herzlichen Glückwunsch an alle und seid nicht traurig, die ihr nicht gewonnen habt. Die CMD an sich ist schon ein Gewinn. Ja, genau. Und wie gesagt, wir freuen uns auf alle, die uns besuchen kommen. Genau. Und in dem Sinne verabschieden wir uns jetzt. Und sage Tschüss, bis auf der CMT. Tschüss, wir freuen uns. Ciao. Ja.